mal schon über Terror. Kurz nach 8. Ich ihn aber hingelegt, jetzt ist natürlich schon wieder spät. Der Chris hat sich angekündigt. Der macht morgen irgendwie seine Führerscheinprüfung. Der muss ihn einen kurzen Fahrtest absolvieren mit seinem eigenen Auto. Und das findet hier statt. Also hier unten in Capolei. Und deswegen hat er sich angekündigt, hier zu übernachten. Und die Freundin auch. Passt mir überhaupt nicht. Ah, die Bude habe ich ja gestern aufgeräumt. Von daher. Das Problem ist, dass ich halt dieses Klo habe, ja. Und ab und zu und in letzter Zeit halt, eigentlich immer, ich meine, ich benutze es nicht. Wenn man abzieht, läuft die ganze Bude voller Wasser. Na, jetzt gibt es erstmal Kaffee. Versuchen wir eventuell nochmal die Behörde anzurufen. Ja, es weht wieder. Toll. Jetzt trete ich hier schon wieder auf Sandkörner. So, ja, seit knapp 5 Stunden geht das jetzt hier mit dem Lärm. Das Wetter ist relativ schön. Ja, ich habe mich auch gestern mit Chris noch mal kurz unterhalten über den Ausgang der Wahl, was in unseren Augen eine absolute Mega-Vollkatastrophe ist. Also nicht nur für Amerika, sondern für die ganze Welt. Also nicht nur, dass er wahrscheinlich aus der NATO austritt, die ganzen Klimaabkommen kündigt, dass der noch 3 weitere Supreme Court hier, das höchste Gericht, noch mal 3 weitere Richter einberufen kann. Und das Gericht ist ja jetzt schon korrupt bis zum geht nicht mehr. Und machen alles, was der will. Also unabhängig und nur der Constitution hier folgend, ist ja schon jetzt nicht mehr. Dann die ganzen Leute, die er in die Regierung holt. Der wird das Land in den nächsten 4 Jahren so zugrunde richten. Da ist dann auch Recovering. Also da ist dann auch kein einfacher Weg mehr zurück. Und vielleicht schafft er ja sogar die Demokratie ab. Sodass der Präsident bleiben kann. Das werden wir alles sehen. Naja. Auf jeden Fall schneide ich jetzt das Video von gestern zusammen. Und dann fahre ich eventuell zu Costco noch Bier holen. Habe ich nämlich nicht mehr. Und eventuell packe ich den Grill aus. Ich hoffe, der Chris kommt nicht zu früh. Ich habe eigentlich keine Zeit. Ich muss noch den Papierkram erledigen. Boah. Ja, ein Glück habe ich gestern aufgeräumt, das muss ich dann heute nicht großartig machen. Sonst muss ich auch noch aufräumen. Es ist wieder ganz schön windig. Und die 2 Helikopter, die können hier heute wieder fliegen. Gestern fand gar nichts statt hier wegen dem Wetter. Aber heute, sieht man ja, ist mal ein bisschen windig, aber ansonsten keine tiefen Wolken mehr und Regen. Regen soll mal später wieder eins reinziehen. Gucken, ob ich noch mal irgendwo hinfahre, also ans Meer, also außer Costco. Aber eigentlich muss ich nirgendwo hin. So, meine Bude ist aufgeräumt und war alles vorbereitet für die Übernachtung hier von Chris und der Freundin. Das Einzige, was mir halt Sorgen macht, ist das Klo, ne? Das läuft ja immer über, wenn man das benutzt. Also nicht immer, aber das kann passieren. Und dann ist das ganze Badezimmer voller Wasser. Das wäre eine Katastrophe. Chris macht sich voll die Sorgen über die Fahrprüfung, den Führerschein an sich. Der hat sich tatsächlich ein Auto geliehen jetzt für die Führerscheinprüfung. Weil er mit seinem nicht die Führerscheinprüfung machen kann irgendwie, weil das Engine Light ist irgendwie an. Und sowas. Na, auf jeden Fall darf der dann auch nicht mit dem Auto zur Führerscheinprüfung fahren. Das heißt, ich muss die morgen dahin fahren. Aber dann fahren wir aber trotzdem irgendwie mit 2 Autos dahin. Und dann fahre ich die nur um die Ecke, damit ich wieder nach Hause kann. Denn er hat seinen Termin um 8 und sie hat den Termin um 9. Und dann steht da doch tatsächlich drin, ja, man muss seinen deutschen Führerschein abgeben, damit man den hawaiianischen US-Führerschein bekommt. Da meinte er, ich gebe den auf keinen Fall ab. Aber muss man, das steht auch hier bei Google, dass man den Deutschen surrendern muss. Können die ein ausländisches offizielles Dokument einsacken oder vernichten oder entwerten? Auf jeden Fall macht er sich da voll den Kopf. Und wie es aussieht, zu Recht. Denn hier steht, yes, to transfer a German driving license to the Hawaiian license, you must surrender your foreign driving license. Das gibt's doch nicht. Also es war bei mir nicht so. Ich habe den ja ursprünglich in Oregon gemacht und da habe ich den immer transferred. Dann Kalifornien,
Arizona habe ich nie gemacht. Und Hawaii. Habe ich nie Probleme gehabt. Ist auf jeden Fall alles sehr seltsam, macht sich auf jeden Fall voll die Sorgen. Und ein Cop, der taucht zwischen 6 und 7 Uhr auf und will dann noch grillen, eventuell. Da habe ich überhaupt keinen Bock hier im Dunkeln. Aber was essen will er noch? Vielleicht, also wenn ich zu Costco will, noch Bier kaufe. Ich habe nur noch ein einziges Bier. Der meint, er will kein Bier. Aber ich habe ja immer gern Bier im Haus. Besonders wenn der Chris da ist. Weil er trinkt immer Bier, egal. Weil er aber sagt, na, ich trinke wahrscheinlich nichts. Und dann kann ich ja mal gucken, ob ich nicht Hackfleisch bekomme. Dann kann ich ja Spaghetti noch machen. Das wäre besser als Grillen. Und auch genauso lecker. So, jetzt haben wir kurz noch zwei. So, die Zeit vergeht und wir haben 3:30. So, jetzt fahre ich mal einkaufen. Es ist Stau zum Meer, es ist super windig, es ist knapp 30 Knoten. Also brauche ich nicht zum Meer. Ich könnte mich dann noch kurz natürlich kurz hinsetzen, aber why? So, ich habe überlegt, Spaghetti zu machen, aber ich dachte, ich hätte noch diese Spaghetti-Soße, habe ich aber gar nicht. Naja, wenn sie im Angebot ist, kaufe ich sie, ansonsten machen wir mal da. Also, Spaghetti ist. Brauche ich noch Zwiebeln und Sahne. Habe ich alles nicht. Also jetzt muss ich jetzt unbedingt sein. Ich fahre jetzt zu Costco, kaufe Bier, das brauche ich auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal, was sie im Angebot haben. Und wenn nichts im Angebot ist, dann muss ich mal gucken. Na, so sieht's aus. Es ist ziemlich warm. Und wie gesagt, sehr windig. Aber trocken. Da war doch tatsächlich meine Spaghetti-Soße im Angebot. Statt 13 noch was, glaube ich nur 8 oder keine Ahnung. Auf jeden Fall kaufe ich jetzt die Zutaten für Spaghetti. Und dann da mache ich Spaghetti. Jetzt muss ich natürlich noch zu Target Zwiebeln und Sahne kaufen, denn ich hatte jetzt keine Lust, eine halbe Gallone Sahne und 8 Zwiebeln zu kaufen. Die sind zwar ja, bei Target teurer, ist ja klar. Aber da kriege ich wenigstens eine einzelne Zwiebel. Und einen halben Liter Sahne, was ausreicht. Ja, ich glaube, ich hole mir das nächste Mal doch die Sahne bei Costco. Obwohl das natürlich dann Unmengen sind. Mit einem halben Liter Sahne habe ich jetzt $4 bezahlt. Über $4. Und für einen Liter bezahlt $7. Ey, und für eine Zwiebel habe ich $2,29 bezahlt. Und dann kommt natürlich dann oben noch schön die Text drauf. Das wären Steuerrübs-Spaghettis. Aber dafür wären sie auch gut. So, ich glaube, ich fahre jetzt wieder nach Hause. Denn wir haben schon kurz vor 4:30. Es ist eh windig und die Sonne ist auch weg. Habe sogar ein paar Tropfen abbekommen gerade. Naja. Aber ich glaube, ich habe alles jetzt. Parmesankäse habe ich nämlich noch. Und Nudeln auch. Ich bin ja voll blöd, Mann. Ich habe ja in Deutschland dieses Spaghetti Maggi Pulverzeug gekauft. Ich hätte diese komische Soße von Costco gar nicht gebraucht. Ich meine, die war im Angebot und alles, ne? Das ist auch das günstigste von allem gewesen jetzt. Aber das würden ja dann wahrscheinlich noch fast noch bessere Spaghettis geben. Na, jetzt benutze ich die Soße, die ich bei Costco gekauft habe. Aber da hätte ich ja auch dran denken können. Ja, es ist ziemlich warm. Obwohl das Temperaturdingsbums nur 28 Grad anzeigt, ist es auf jeden Fall wärmer. So, ich schneide jetzt die Zwiebeln und lege alles zurecht. Und dann müsste der Bursche in 2 Stunden ja da sein und dann können wir anfangen zu kochen. So, die Küche habe ich aufgeräumt, mit Kollegen telefoniert, alles vorbereitet für die Spaghetti, mehr oder weniger. Also das Fleisch habe ich herausgelegt, Zwiebeln geschnitten, alles zurechtgestellt. Na, ich hoffe, der hat noch nicht gegessen. Aber der hat immer Hunger, wenn er kommt. Von daher, ja, um 6 Uhr holen die das Auto ab irgendwie. Jetzt haben wir 10 nach 6. Die müssen also gleich unterwegs oder sich auf den Weg machen. Also Falken, ja, mit denen ich gestern das Interview hatte, die wollten mir nächste Woche Bescheid geben,
ob ich in der nächsten Runde bin. Jetzt kriege ich gerade eine E-Mail von denen. Dear Benjamin, I hope my email finds you well. I am writing to share the exciting news that you've been selected as the finalist for the position. Please let us know if you're still interested to continue with the application so that I can proceed with the next phase. Waiting for your decision phase. Ey, jetzt wollen die 13 Dokumente schon wieder haben. Jetzt stehen hier schon wieder diese 13 Dokumente, die wir eigentlich diskutiert hatten, die nicht. Na, auf jeden Fall bin ich in der nächsten Runde. Jetzt wollen die Dokumente haben. Und. Ah ja, the next phase involves participating in a psychological assessment, as discussed during the interview. The aviation psychologist, Mr. Paul, will get in touch with you once I inform him. Ja, jetzt muss ich mir echt überlegen, ob ich das machen will. Langsam. Das ist aber schon kurz nach 7:30. Um 8 Uhr. Die will noch einpacken üben irgendwie. Wollen die auftauchen. So, ich fange jetzt mal an zu kochen. Oh, ich bin gerade beinahe eingepennt. Habe ich das schon gesagt? Boah, ich bin müde. 1 Minute nach 8. Und die Soße ist fertig. Habe ich noch nicht probiert. Muss ein bisschen abgeschmeckt werden. Aber ich wüsste jetzt nicht, was ich da noch reintun müsste oder könnte. Halt das dann, was ich sonst immer rein tue. Ist diesmal mal das Costco-eigene Fleisch. Also Kirkland, das ist ja diese Firma, wo die eigene Produkte auch herstellen. Und nicht das hochwertige Grass-Fett-Fleisch. Aber so beim Durchgehen, also habe ich jetzt noch keinen Knorpel dazwischen gehabt. Es regnet in Strömen. Mittlerweile sind 10 nach 8. Irgendwie kommt hier ständig die Polizei vorbei. Ja, und die beiden Kameraden, die lassen sich Zeit. Nudeln müssen natürlich noch gekocht werden, aber es wird auf jeden Fall ein spätes Abendessen. Ich glaube, ich höre jemanden kommen. Ja, das Nudelwasser. Ich glaube, da habe ich die falsche Platte gewählt. Die wird irgendwie nicht warm. Also die Platte, die sieht heiß aus, aber das Wasser, das dauert ewig. Ja, scheinbar haben sie genug Einparken geübt. Und jetzt ist ja gleich ein bisschen Stimmung in der Bude. Ist allerdings auch schon 7:45. Bin gespannt, ob der jetzt hier langsam mal auftaucht oder was sie da noch machen. Oh ja, ich höre. Ich höre seine Stimme. Seine liebliche Stimme. Oh, hey. Der redet noch mit einem meiner Nachbarn, denn er redet gerade in Englisch. Ah, wahrscheinlich mit der kleinen Schwarzen hier, mit dem Hund. Die ist immer unterwegs. Egal wie das Wetter ist und es regnet in Strömen. Daheim. Fresher Arschnitt. Musste. Seiten fresh, Alter. Nice. Sieht gut aus. Ja, Richtig gut aus. Das haben sie mir nicht verkackt. Bisschen wüst aus. Hä, warum wüst? Das sieht doch voll gut Nein, nein, aus. ich meine, ich habe das ja fürs Interview schneiden lassen. Ja, weil das halt. Ach so, vorher sah wüst aus. Ja. Das, schau, das ist doch braun. Schau mal, das hier ist braun. Das ist braun. Das hier sind verschiedene Brauntöne. Das ist doch nicht braun, Mann. Das Das ist ist grau. grau. Nein, das sind verschiedene Brauntöne. Grau ist es daneben. Alter, das ist nur braun, weil es halt schmutzig ist. Das ist Nein, grau, das ist Mann. grau. Das sind verschiedene Brauntöne, Digga. Das ist ein helles Braun, das ist alles braun. Würde das Sinn machen, weil braun und hellgrün passt gut zusammen. Du bist Schau mal, das ist doch, also du kannst mir doch nicht erzählen, dass das nicht braun ist. Das ist sogar schon ausgeblichenes Braun. Das ist noch richtig. Also wenn du mir jetzt erzählst, dass das grau ist, dann
Also, wenn dann ich, halte ich dich aber für blind, wenn jemand blind. Sagt, hör mal, boah, bring ich mir mal den braunen Rucksack bitte. Sicherlich. Dann zeigst du, dann nimmst du doch nicht diesen Rucksack, Mann. Ja, doch. Der ist nicht braun. Der ist ja braun. Der ist nie braun. Mama, Tante, okay, wir brauchen noch eine Zweitmeinung, gell? Komm mal ins Licht. Ja, komm, ja. Also für mich sind das hier definitiv verschiedene Brauntöne. Ja, aber also grau bitte. Wird auch gehen. Ja, das ist grau. Ja, ich würde sagen, das ist ein brauner Rucksack. Also kein vollbrauner. Das ist kein brauner Rucksack. Ich würde braun. Ja, braun, grau, braun, grau, grün. Nee, ich würde entweder grau-grün oder braun-grün. Ja, aber braun. Also für mich ist also der graue Anteil an dem Rucksack. Ist so viel geringer als der braune Anteil, wenn ich jetzt von Fläche ausgehe. Halleluja, Alter. So. Wie schaut das aus? Es riecht sau lecker. Alter. Boah. Was ist das für eine geile Soße, Alter. Manchmal muss man nur rechts ranfahren so und dann. Ja. Achso, ja. Rechts ran, vorwärts. Von jemand anderem, ja. Ja, aber das ist genau das. Oh, Alter, ich flippe aus hier, gell? Jetzt muss schon jeder. Ja! Ich krieg die Krise! Chris regt sich halt voll auf über seine Mitbewohner. Ich verstehe überhaupt nicht. Ja. Also, man kann sich da natürlich drüber aufregen. Oder? Ja, wenn die Leute halt nicht putzen und überall ihren Scheiß. Also, clean after yourself. Das kann doch nicht so schwer sein. Mein Gott. Alter, sieht das geil aus. Yo, schaut uns mal an. Oh, scheiße. Ich also sowas Gutes gibt es in Amazon Chris nicht. Da gibt es irgendwelche komischen 50 Cent Würstchen oder so. Ups, ist ein bisschen gesprenkelt. Sorry. Wo ist der Parmesan? Fett. So, wie war's denn? Oh Mann. Das kann. Fuck, war richtig geil. Und der war richtig arm. Also der war schon echt schlecht. Der war nicht nur schlecht. Der war auch voll so komisch, ja, komisch ekelhaft. Da hat man nur darauf gewartet, dass der jetzt gleich irgendwie Land mitkommt. Ja, es wäre auch fast passiert. To be honest. Ich habe so rausgedrückt, ich habe so auf den Teller gekotzt. Aber guck mal an, es ist leer, ne? Es ist unendlich geil gewesen. Ja, fühlst du noch, dass du den Teller ableckst, Mann. War sehr lecker. Sehr gut. So? Nee, ey, lass es bitte. Das kann. Nee, ich muss jetzt. So, die Kollegen haben sich gerade dieses Bett vorbereitet und jetzt gehen die ins Bett um 10. 5 Stunden, bevor ich ins Bett gehe. Der Chris muss morgen um 7.30 Uhr da sein und muss von mir wahrscheinlich dahin gefahren werden. Das heißt, ich muss morgen relativ früh aufstehen. Das gefällt mir natürlich überhaupt gar nicht. Und das macht er schon, der Bub, gell? Und der muss hier unbedingt auch mal die Haare schneiden. Dann sieht er auch ein bisschen vernünftig aus. 20:10 Uhr. Bett fertig. Also, dass ich jetzt einschlafen kann, das ist wirklich sehr zu bezweifeln. Allerdings muss ich bereits in 8 Stunden, genau in 8 Stunden, müsste ich eigentlich aufstehen jetzt. Oder muss ich aufstehen, weil ich muss den ja da zum Straßenverkehrsamt fahren mit dem Mietauto, wo die mich auch draufgesetzt haben namentlich. Und da muss ich, glaube ich, zumindest haben die das gesagt, im Straßenverkehrsamt kurz beweisen, dass ich das Auto da auch hingefahren habe und dass ich einen Führerschein habe. Verstehe ich alles nicht. Aber also wenn das dann morgen noch Ewigkeiten dauert, dann ich meine, ich habe jetzt nichts anderes Wichtiges zu tun. Ne? Ich müsste auf die E-Mail antworten von Falcon Airlines oder Falcon Heli Tours oder wie auch immer. Aber morgen ist ja auch, was haben wir denn morgen? Donnerstag. Ja, dann muss ich das auf jeden Fall noch vor dem Wochenende beantworten. Oder ich lasse mir einfach 2 Tage Zeit. Das werde ich alles sehen morgen. Ja, es regnet in Strömen. Das Wetter bleibt weiterhin schlecht. Sieht man denn irgendwas Spannendes auf dem Radar? Wahrscheinlich eher nicht. Ansonsten war es das nämlich für heute. Hier, so sieht das Radar aus. Können wir kurz mal starten. Ja, auf jeden Fall zieht der Regen jetzt wieder mehr vom Osten rein, statt aus dem Norden. Und da kommt ja immer noch einiges an der Westseite an eigentlich. Und das war's für heute. Spaghetti, lecker. Yeah.